Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Donnerstag ein Software-Start-up in Aichtal besucht. Was das junge Unternehmen mit dem Namen Mecodia bietet, stößt bei Kretschmann auf größtes Interesse. Dabei geht es darum, welche neue Möglichkeiten bieten sich im Zeitalter der Digitalisierung und dem Internet und den sozialen Medien für Bürger, Politik und Unternehmen. Außerdem ist wichtig, dass das Land und seine Wirtschaft im Wettlauf mit anderen nicht auf der Strecke bleibt. So ein bisschen ähnelt die Geschichte von Mecodia im beschaulichen schwäbischen Aichtal den viel bekannteren Stories aus dem amerikanischen Silicon Valley. 8 Multimedia-begeisterte dicke Schulfreunde, die es zunächst zum Studium in alle Himmelsrichtungen verstreute und die sich dennoch immer wieder zu gemeinsamen Projekten treffen, riskieren den Sprung ins kalte Wasser und rufen Ende 2010 komplett eigenfinanziert gemeinsam ein Start-up für Softwaredienstleistungen ins Leben, das heute für Private, Schulen, Ämter und Kommunen arbeitet. Welche Chancen in welchen Bereichen, aber auch welche Risiken bietet die voranschreitende multimediale Digitalisierung für Gesellschaft, Politik und Unternehmen? Dinge, die die beiden Mecodia-Geschäftsführer Beutenmüller und Greinert, aber auch Kretschmann schon lange beschäftigen. Ein großes Thema dabei ist, was laut der IHKs vor allem viele innovative, global agierende Mittelständler, daneben aber auch normale Menschen unterschätzen. Das machen wir mit den Schülern, das machen wir auch für Unternehmen. Wir beraten da auch Unternehmen, also hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen hier aus der Region zum Thema, wie sichern die ihre Infrastruktur, wie schützen die sich auch vor Hackern. Denn zielgerichtetes Hacken im Sinne von staatlicher Industriespionage sind Experten zufolge längst zum Alltag geworden und verursachen Schäden in Millionenhöhe. Das fängt dabei oft im Kleinen an, mit der Wahl eines zu einfachen Passworts, so wie es dem Ministerpräsidenten prompt auch passierte. Interessante Möglichkeiten für den ehemaligen Lehrer Winfried Kretschmann bietet auch eine Mecodia-Software zur Medienbildung von Schülern für online übertragene Vorträge und Workshops. Softwarelösungen wie diese sind im Zeitalter des Lehrermangels in ländlichen Gebieten vor Ort ein längst diskutierter Lösungsansatz. Aber auch das Thema Cybermobbing unter Schülern ist ein durch Schulen immer öfter nachgefragtes Thema. Cybermobbing, Bilder, die da kursieren in den WhatsApp-Gruppen von den Klassen, was können wir da denn machen? Spannend für Kretschmann sicher auch ein in der Entwicklung befindliches Projekt für den Dialog von jungen Menschen mit Behörden und Kommunen, die diese virtuell und multimedial erlebbar machen und auf eine ganz neue Ebene stellen. Niemand der Jungen lese schließlich noch ein Amtsblatt. Der Tenor: Man müsse die Menschen mithilfe der modernen Medien dort abholen, wo sie sind.